Hallo Freunde, natürlich willkommen in der Noppenklötzchenscheune. Mein Name ist Blockster und heute reden wir über die Junkers U52-3N. Warum, weshalb, wieso, da kommen wir gleich zu. Das Kobiset 5710. Hier in der militärischen Lackierung, in der Lackierung einer Maschine, die an den Luftlandeoperationen Merkur, der bis dato größten Luftlandeoperation der Welt, teilgenommen hat. Ihr wisst es bestimmt von den Videos von Thorsten und von vielen anderen tollen YouTubern hier auf YouTube. Es gibt auch noch die Version 5711 von Kobi mit etwas wenigeren Teilen. Und das ist dann die Lackierung in Zivil der UR aus der Schweiz in Weiß. Ich habe ja eigentlich, als ich gehört habe, dass Kobi die gute alte Tante U rausbringt, gehofft, dass wir sie in der silberschwarzen Lackierung der Lufthansa bekommen, also der alten Lufthansa. Leider gab es jetzt nur die militärische und diese zivile Version aus der Schweiz. Nichtsdestotrotz muss eine Tante U einfach sein. Und kleiner Fakt schon mal am Anfang, warum Tante U, man umgangssprachlich gesagt hat und auch heute noch sagt, ist einfach, weil sie so gut zu fliegen war und auch so gut zu warten. Also sie war wirklich ein gutmütiges Flugzeug. Das ist auch der Erfolg dieses Sets. Ja, 548 Steinchen, Kobi-Steine, pad-printed. Keine Aufkleber, deswegen habe ich mich auch für diese etwas farbenfrohere Version, auch wenn das Thema nicht so froh ist, entschieden. Und zwei Minifiguren, die ich wieder versuchen werde, euch natürlich anständig zu präsentieren, wie sich das gehört, aber auch wieder etwas legoisieren werde. Denn ihr wisst, ich liebe Lego-Minifiguren. Auch wenn der ein oder andere nicht mag, dass ich Lego mag. Egal. So. Also, ich stelle euch jetzt mal wieder hier den Karton vor. Ihr kommt hier quasi luftgelandet auf meinen Bautisch und dann schauen wir uns den Karton an und haben heute richtig Spaß mit der Junkers U52-3M. Und jetzt verrate ich es euch doch, das 3M steht für drei Motoren. Denn es gab die U52 auch in der 1M-Version nur mit den einen Frontpropeller. So viel Fakten schon am Anfang, jetzt aber landen wir schön und sicher abgerollt hier bei mir in der Luftlandezone auf dem Bautisch. Ja, Freunde, da haben wir die Tante U und schauen uns jetzt mal genauer den Karton an. Ich habe es euch gesagt, das Flugzeug hier bildet eine U52 vom Kampfgeschwader ZBV zur besonderen Verfügung 172 da, die eingesetzt wurde mit mehreren anderen Transportflugzeugen bei der Operation Merkur im Mai 1941. Und die Operation Merkur war die Einnahme der Mittelmeerinsel Kreta. Sehen wir hier auch, wir haben hier blaues Wasser, Strände und mehrere Flugzeuge und Flakfeuer. Kobi macht ja immer diese Kartondesigns bei den militärischen Sets oft halt mit dem militärischen Kontext. 548 Teile, zwei Minifiguren, ich habe es euch gesagt, da ist ein Pilot dabei und ein Fallschirmjäger. Den Fallschirmjäger werde ich, habe ich gesagt, legonisieren und ich werde ihn auch sogar an einen Fallschirm hängen und aus dem Flieger raushüpfen lassen, denn die U wird bei mir unter das Dach im Dachgiebel schön seinen Einsatz fliegen. Quasi Luftlandeoperation Blockstar. Spaß muss sein, Historical Collection World War II habe ich euch gesagt. Kommen wir zur Rückseite. Da haben wir das Set nochmal schön von hinten. Wir haben hier das Höhenleitwerk und das Seitenleitwerk. Wir sehen hier die Tür, die wohl ein bisschen Schwachstelle ist. Das Querruder. Wir können die Propeller bewegen. Wieder ein schönes bedrucktes Typenschild. Ja, und die Fakten, die lese ich euch gleich nochmal vor. Und hier sehen wir einige Maschinen in Schwarz-Weiß von damals. Kompatibel mit anderen Brands, also mit anderen Marken. Das mag der ein oder andere nicht. Ich finde, es genug Platz. Man kann alle Marken mögen oder halt auch nicht. Egal. Made in the EU. So, hier schöne Draufsicht des Fahrzeugs, wie es da steht. Imposant, so kennt man es auch von vielen anderen Fotos in echt. Hier nochmal Seitenansicht und Play-Features. Man kann das abwehrgeschützt bewegen und so weiter und so fort. Also alles, was ein Flugzeug in der Größe zu bewegen hat. Wir sehen hier, ich halte es schräg, dann geht es besser, den Piloten und wir sehen, dass es 40 x 60 x 11 cm groß ist. Also das sind die Maße, die schreibe ich euch aber auch wie immer in die Videobeschreibung. Schaut da mal rein, da gibt es immer was zu sehen. So, ach ja, und hier von hinten das übliche, roter Löwe, grüner Punkt, geben sich, stell dich ein und
wo ihr in Finnland anrufen müsst, falls ihr Probleme mit diesem Set habt. Kleiner Spaß natürlich nur als Finne. So, jetzt lese ich euch noch ganz kurz vor, auf dem Kopf zwar, weil ich muss ja auch lesen, das Flugzeug ist klar, wurde in Deutschland produziert und übrigens bis heute bei vielen verschiedenen Lufttransportunternehmen, meistens aber natürlich historisch im Einsatz, unter anderem sogar in Südafrika und, wie wir es gesehen haben, bei der Kombi Nummer 5711 auch heute noch in der Schweiz. Die Rolle, klar, ein Transportflugzeug, Crew zwei Mann, also ein Pilot, ein Co-Pilot. Die Flügelspannweite sind fast 30 Meter, die Länge sind fast 19 Meter und die Höhe 5,5 Meter. Das Gewicht liegt bei ca. 5,7 Tonnen und die Maschinen sind drei BMW 132 T-Motoren mit 720 PS. Die Reichweite, und deswegen war das Flugzeug auch sehr begehrt und auch wichtig für die Wehrmacht und auch für Lufthansa und Co., fast 1000 Kilometer. Steigrate von 3,9 Metern die Sekunde, das im Englischen 770 Fuß pro Minute wären, denn wir wissen ja, heutzutage spricht man halt im englischen Maßeinheiten, wenn es um das Fliegen geht. Ja, und die Dienstgipfelhöhe lag bei 5960 Metern. Und die Geschwindigkeit war ca. 250 km/h bei einer Zuladung von maximal 1,5 Tonnen. Ich drehe es euch nochmal um, dann könnt ihr es nochmal screenshotten, wenn ihr es selber sehen wollt. Und dann machen wir den Karton auf und gucken in die schönen Kobi-Tüten rein. Ja, Freunde, ich weiß, ich sage oft Freunde, aber irgendwie definiere ich unsere Community als Freunde und Freundinnen. Und ja, schon jetzt, wie immer, der Aufruf, wenn ihr was habt zum Set, wenn euch was nicht gefällt, schreibt es mir unten rein in die Kommentare. Ist mir echt wichtig. Das ist der Kram, warum ich das mache, um mit euch da zu connecten und mit euch zu quatschen. Das macht am meisten Spaß. Aber noch mehr Spaß macht natürlich hier, den Karton aufzuschneiden. Und das mache ich immer wie folgt. Messer und dann hier rein. Kobi ist ja zugeklebt. Und ihr seht schon, man schneidet hier so durch die Klebenaht. Und ja, das geht mal gut, mal schlecht. Zack, und es ist die falsche Kartonseite. Dann kann ich euch nicht sagen, wann es hergestellt wurde. Egal. So, der erste Blick gebührt euch, wie immer, bevor ich reingucke. Ihr seht wahrscheinlich wie immer nichts. Und ich lasse jetzt raufplumpsen und dann, ha, Freunde. Das Momentum des Öffnen des Kartons ist immer was Besonderes. Ich sag's euch, egal bei welcher Marke. Tada, da haben wir es. Karton geht hier an die Seite. Wir haben die Anleitung mal wieder gefalzt, auch hier wieder oder so angeknickt mit den technischen Daten. Wir haben eine Tüte 1, wir haben eine Tüte 2. Wer mich kennt, per se weiß, dass ich da nichts gegen habe. Und wir haben ein schönes, ja, eine kleine Plate. Richtig gut, wie immer glänzend, schön Kobi-mäßig, das gefällt mir. Wir schauen uns die Anleitung an. Wir sehen hier die Rückseite. Da sehen wir die 5711, wie ich euch gesagt habe. Die neue Corsair. Oh, die Memphis Belle, da kennt ihr aus dem Film. Und die Zero, kann ich euch auch nur den Film empfehlen. Midway, guter Film, da sieht man sie ganz oft. Und ja, ganz berühmt, Deutschlands Standardjäger im Zweiten Weltkrieg. Die Messerschmitt BF für Bayerische Flugzeugwerke 109F. 2. Der übliche Kram, wo ihr Kobi findet. Unter anderem halt bei mir auf meinem Kanal. Haha. So, wir schauen rein und wir sehen, dass wir Kobi wie folgt immer bauen. Das, was farblich hinterlegt ist, das wird gebaut. Das Entsättigte, das Ausgegraute, das Ausgebleichte, das Entsaturisierte oder so ähnlich, das baut man nicht. Wir sehen es hier. Wir sehen auch immer hier schön, wo man die Teils anlegen kann wegen der Größe. Kobi-Anleitung, Klammer gebunden. Wir haben es hier. Und wir sehen, das habe ich mich geguckt, hier hinten ganz neu die Teile. Es gibt sogar ein Garn für das Funkgerät. Alle Teile und natürlich klar hier www.kobi.eu-service. Und wenn ihr mal generell gucken wollt, was bei Kobi gibt, www.kobipedia.com. Da macht nämlich der liebe Blogster auch mit. So, wir sehen 89 Bauschritte bei 2 Tüten.
Freunde, dann starten wir dieses Plastikmüll-Inferno. Das ist es bei Kobi ja immer ein wenig. Freue mich da, dass Lego auf Papier umstellt. Vielleicht zieht Kobi danach. Die Tüte 1 ist ja immer eine Umverpackung oder die Namenstüten. Und wir haben jetzt quasi in der Tüte 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tüten. Und die breite ich jetzt hier auf meinen Bautisch aus und dann bauen wir unsere zuverlässige, schöne, wellblechverkleidete Tante Ju. Speedbuild-Zeit ist Faktenzeit. Und bevor es hier losgeht mit Fakten, also mit Fakten über die Ju-52, denn ich wollte eigentlich gar nicht so viel über die Operation Merkur reden, über den Kriegskrams, aber ganz wichtig, also ein interessanter Fakt ist, dass der weltberühmte und einzige deutsche Schwergewichtsweltmeister Max Schmeling als Fallschirmjäger an dieser Operation teilnehmen musste oder durfte, aber ich glaube, er musste. Und dann nochmal ein Fakt zu dem Modell, was ich hier baue. Ich habe euch leider gesagt, dass wohl das Garn dabei liegt für die Antenne. Nein, das müsste eure Mama selber aus der Nähkiste klauen. Aber kommen wir jetzt zu den Fakten. Und ich habe euch ja schon gesagt, den Spitznamen Tante Ju hatte die Junkers 52 weg, weil sie so gutmütig zu fliegen war. In Deutschland wurden während der Produktionszeit fast 5000 Ju-52 Schräger 3M gebaut. Davon 2/3 während des Zweiten Weltkriegs für verschiedene Transportaufgaben der deutschen Luftwaffe. Es gab viele Versionen, wie die Ju-52 Land, die Ju-52 Wasser, die angesprochene Ju-52 Schräger 3M und die Ju-52 Schräger 3M G4E. Alle aber hatten die gleiche Zelle. Die Unterschiede bestanden fast ausschließlich in verschiedenen Triebwerkstypen. Neben den BMW-Motoren wurde auch der Junkers Reihenmotor Jumo 5 bei einigen Maschinen verwendet. Die charakteristische Wellblechbeplankung war in den 20er und 30er Jahren ein typisches Merkmal der Junkers-Flugzeuge und verlieh ihnen selbsttragende Fähigkeiten. Leider hat dieses Modell hier keine Wellblechoptik und auch nicht angedeutet. Wir haben glatte Fliesen. Das ist ein bisschen schade. Ein anderes Erkennungsmerkmal der Ju-52 waren für die damaligen Verhältnisse fortschrittliche Junkers-Doppelflügel. Zweiteilig, innen als Landehilfe und außen als Querruder, die unter anderem der Auftriebserhöhung bei Starts und Landungen dienten. Außerdem wurde eine Warmluftenteisung an der Flugnase eingebaut. Die Kraftdockstands in den Flügeln wurden elastisch aufgehängt, sodass auch beim Fahrwerksbruch keine Gefahr der Tankverletzung und somit eines Brandes entstand. Das Flugzeug wurde mit festem Fahrwerk geliefert. Es gab auch einige Versionen mit Schwimmern und andere mit Schneekufen. Als Militärflugzeug spielte die Ju-52 schon vor dem Zweiten Weltkrieg eine Rolle. Sie diente der Legion Condor im Spanischen Bürgerkrieg als Behelfskampfflug für Nachteinsätze. Im zweiten Jahrzehnt des Luftverkehrs wurde die in über 5000 Exemplaren gebaute Ju-52-M ein Standardflugzeug der Verkehrsluftfahrt. Die Maschine flog in 25 Ländern bei über 30 Luftverkehrsgesellschaften auf allen Erdteilen. Nach Kriegsende wurden in Frankreich und Spanien mehrere hundert Ju-52 produziert. In Spanien unter der Bezeichnung Casa 352-1. Einige Maschinen dieses Types befanden sich noch Anfang 1970 im Einsatz. So im Dienst der Schweizerischen Luftstreitkräfte. Heute werden in Europa einige Nostalgiemaschinen für Rundflüge eingesetzt. In Deutschland betreibt dafür die Lufthansa ein Flugzeug und wir kennen ja das Set 5711 mit einem Fahrzeug der schweizerischen UR. Da ist sie fertig, unsere alte Dame. Und damit meine ich nicht die Hertha aus Berlin, sondern hier unsere Tante Ju, die Junkers Ju-52 Schräger 3M. Und da haben wir sie, die drei schönen Motoren, die BMW-Motoren. Schön die Propeller am Drehen. Aber bevor wir jetzt über dieses schöne Set reden, wollte ich euch nochmal meine Sembo Junkers Ju-88 zeigen. Da sieht man mal gleich den Vergleich, was so, dieses Jahr mehr ein Spielflugzeug und hier Kobi ja wieder, ja, Klemmbaustein-Modellbau, wie viele sagen. Ich wollte euch nur mal die Ju-88 zeigen, weil sie A, halt auch ein Dessauer ist, Junkers war ja in Dessau, und B, weil es endlich beklebt ist. Ich wollte es ja nie bekleben, aber ich habe mich jetzt dann doch mal da durchgerungen, denn beide Flugzeuge kommen bei mir unter die Decke. Ihr seht halt auch verschiedene Grüntöne und
Ja, Video hierzu findet ihr oben noch mal in der Beschreibung und unten in der Videobeschreibung. Und jetzt reden wir schön über die Tante Yu. So, schönes Set, viele Fliesen, bisschen wackelig auf den Beinen. Und bevor wir über alles Schöne reden, zum ersten Mal was Negatives. Aber da kann ja Modbricks nicht dazu, wo ich es her habe, sondern das liegt an Kobi. Ihr seht es schon, meine Tante Yu hat eine Zahnlücke oder eine Hasenscharte. Denn hier war der falsche Stein geliefert. Eigentlich müsste so ein Slope hier rein, ein schräger, aber man hat hier so ein Ecksteinchen, Slöpchen mit reingepackt. Und ja, wenn es eine Jagdmaschine wäre, wäre es der Munitionsauswurf. Ein bisschen kann ich auch damit leben, da man es von unten so nicht sieht. Außer, wie ich gesagt habe, es hängt in der Luft bald das Modell. Gut dazu, dass wir bei uns auf www.kobipedia.com einen Punkt haben, der heißt Missing Parts. Da werde ich mich jetzt leider zum ersten Mal auch selber dran wenden. Aber Kobi haut halt gerade raus. Die kommen mit der Nachfrage nicht hinterher und dann passiert so etwas. Trotzdem habe ich hier noch einige Steine über. Kobi-mäßig so und sogar einen Bru-Stein. Ja, also das ist das. Ich halte euch die Junkers mal so schön in die Kamera, dass ihr sehen könnt. Hier vorne haben wir dieses Formteil, was Junkers typisch ist, gerade bei den frühen Modellen, das sieht man immer wieder, auch bei dem U89 oder bei der U13, der ganz berühmten. Ja, viele Fliesen, die drei Motoren lassen sich schön drehen. Die Abdeckung kennen wir ja alle, diese Motorabdeckung, Motorkästen von der Corsair und so weiter und so fort. Wir sehen die Balkenkreuze, alles Prinz, auch hier die 10 und die 3 auf der Motorgondel, wirklich schön gemacht. Die Fenster hier sind aufgedruckt, also das ist halt so eine Diskrepanz zwischen Fenstern. Einmal haben wir es halt hier sehr zugig, weil es offen ist, und dann haben wir hier aufgedruckte Fenster. Was leider auch eine bisschen baumäßige Katastrophe ist, ist die Tür hier, denn ich kann sie hier oben nicht gegenkontern. Sie geht immer ab, man sieht vielleicht hier, dass es lose ist. Wenn ich sie richtig zudrücken will, muss ich aufpassen, dass ich es nicht eindrücke. Das ist ein bisschen schade. Schön gelöst ist vorne ja die Abgasrohre mit diesen Schläuchen, wie wir sie kennen, von Lego und Co. Und natürlich hier bei Kobi beim Leopard 2 sieht man es auch ganz gut. Schön auch die Abwehrbewaffnung hier, das MG. Und von unten zeige ich es euch nochmal. Wir sehen viel Kobi-tastische Baurichtungsumkehrtechniken, gerade hier drinnen. Eigentlich wird dieser ganze Rumpf auf zwei Noppen dann hier gehalten, aber hält Bomben fest. Auch das Spornrad hier hinten und ja, das Seitenleitwerk, alles schön. Ich zeige euch nochmal, sie ist eigentlich, ja, sie ist schön stabil. Sie wackelt zwar so ein bisschen, aber trotzdem ist es irgendwie stabil. Also man könnte meinen, der Feldflugplatz hier bei mir im Schwabenländle könnte genutzt werden. Ja, also ein tolles Modell. Gefällt mir in grün-gelb irgendwie besser als in weiß, ich habe es euch gesagt. Hab halt dieses eine Missing Part, wo ich leider Kobi kontaktieren muss. Mal schauen, aber jetzt kommen wir nochmal zum Highlight, nämlich hier das Typenschild, auch mit so einem kleinen Stand. Richtig schön, also perfekt für ins Regal, wobei ihr habt es gesehen, auch beim Bau manchmal, es ist schon ein bisschen, also diese 60 cm, diese 40 cm und die 11 cm hoch, das ist schon ein bisschen was. Also kein kleiner Flieger. Jetzt rollt sie euch mal ein bisschen näher ran und jetzt kommen wir zu, glaube ich, so ein bisschen auch Highlights dieses Sets, das sind die Minifiguren. Das ist einmal hier dieser Fallschirmjäger mit dem MG in der Hand. Ich versuche es euch mal näher ranzuhalten. Richtig schön mit Drucken für Deutschland, den Reichsadler bzw. in der Luftwaffe, den Fallschirm, das, ja, Fallschirmspringer-Kombi. Richtig schön. Man sieht auch, der junge Herr hat ein bisschen Angst vor dem Absprung. Kann ich verstehen. Wer hat Lust darauf? Und übelstes Highlight ist hier dieser Pilot, guckt auch wieder sehr freundlich, schöner Mützenaufdruck, weiße Handschuhe, also richtig schön bedruckt, also eine tolle Figur. Leider nicht so an den Seiten, aber unten wieder Stiefel. Kleiner Manko, ich habe eine kleine Stressmarke, als ich das Fernglas, was dabei ist, diesen Herrn in die Hand gedrückt habe. Ich werde diese Figuren wieder Lego-mäßig umbauen. Ich habe da zwei Lego-Figuren, die ich custom-mäßig mir aus mehreren Sachen zusammengebaut habe. Geht ganz schnell, wie immer. Ich zeige es euch. Habe ich vorbereitet da und habe ich auch da vorbereitet. Leider passt der Fallschirm nicht zu der Lego-Figur, aber wie immer können wir die Helme benutzen. Und diese Kobi-Helme sind wirklich super, passen perfekt zu Lego-Figuren, passen da gut auf den
Kopf drauf und ich habe hier sogar eine Figur mit einem Gurt und ich glaube einen Cumin Rucksack. Also habe ich mir aus mehreren Sachen zusammengebaut. Hier habe ich den Piloten, sogar mit Fliegerkombi und auch Fernglas und der kriegt diese Fliegermütze. Das passt sogar vom Blau her. Ich nehme mal hier den Stand ab und schon haben wir hier Lego-artige Minifiguren, die thematisch passen. Wie gesagt, soll aber die Kubi-Figuren nicht schmälern. Richtig gut, da lege ich sie euch nochmal hin, ihrer Kopfbedeckung beklaut. Und bei dem Fallschirmjäger habe ich sogar noch was Besseres. Seht ihr jetzt gerade nicht, bereite ich vor. Habe ich aus irgendeinem Zubehör-Pack mal irgendwo dazu bekommen. Und ich habe euch ja gesagt, es soll unter meine Junkers rein. Ist auch historisch nicht ganz korrekt, der Fallschirm ist falsch. Aber Leute, schaut mal, da kommt der Fallschirmjäger. Hey Freunde, da ist sie, meine Tante Ju mit Zahnlücke. Ich habe es euch gerade gesagt. Trotzdem ein sehr schönes Mädchen. Von unten, ja, ist mir gerade noch mal gekommen, von unten vielleicht nicht ganz so hübsch. Also wenn man es unter das Dach hängt, vielleicht doch eher sturzkampfmäßig. Also wie bei der Ju 87, die es ja auch toll von Kubi gibt. Ein schönes Modell. Ich kann mit dem Formteil leben, auch dass die Fenster nur aufgedruckt sind. Es ist die historische U52 3M hier in der Kreta-Version. Hat mir Spaß gemacht zu bauen. Es waren es roundabout, ich glaube, 2 Stunden. Ich habe mich manchmal ein bisschen dummisch angestellt. Ich hätte vielleicht doch wirklich, was ich mir angewöhnt habe, hier auf Tellern sortiert. Es waren ja nur 3-4 Farben. Aber es hat trotzdem übel Spaß gemacht. Ich werde es jetzt noch mal ein bisschen polieren, denn ich habe so ein bisschen Toucher gemacht auf diese Fliesen. Das sieht man ein bisschen, weil da noch ein leichter Trennfilm drauf ist. Aber trotzdem wieder Kubi-mäßig schön drücken. Fühlt sich ja immer an, finde ich, wie, lacht mich aus, wie Marzipan, finde ich irgendwie. Wie hartes Marzipan und es hält perfekt. Also auch hier das Fahrwerk, alles Bombe. Missing Parts, ich habe es gesagt, da muss ich hin. Die Figuren habe ich jetzt wieder trotzdem rückgebaut, finde ich klasse. Tolle Figuren, Fallschirmjäger, dieser Pilot, dieses Blau strahlt, herrlich. Also mit dem Kauf habe ich absolut nichts falsch gemacht. Richtig, richtig toll. Ich habe es euch ja gesagt, ich habe es mir bei Modbricks im Online-Shop gekauft, denn die haben jetzt auch Kubi-Modelle. Gut, Leute, schreibt mir mal in die Kommentare, was haltet ihr von dem Set? Habt ihr die U52 schon mal gesehen? Ich habe sie in einem Museum schon mal gesehen und generell bin ich immer sehr in Flugzeugmuseen unterwegs oder in Museen wie jetzt in Sinsheim, wo man sowas sehen kann oder im Deutschen Museum in München. Also richtig klasse, ich mag sowas, historische Flugzeuge. Ah, herrlich. Also kommen auch ein paar mehr jetzt hier auf dem Kanal, was Kubi angeht. Freue ich mich richtig drauf. Also schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Würde mich freuen, euch beim nächsten Mal wieder zu sehen. Hier schön was zu klemmen, egal ob Kubi, Lego oder Co. Und bis dahin sage ich euch, wenn Fallschirmspringen, ne, aufpassen, ist nicht für jedermanns Sache. Bei meinem Gewicht geht es leider, glaube ich, nicht. Es sei denn, ihr kennt den Film Operation Dumbo. Egal, Spaß ist Schweife ab. Ich wollte nämlich euch eigentlich nur sagen, bleibt gesund, habt euch lieb, haltet Abstand, auf Wiederbauen, euer Blockstar.